in der letzten Folge. In Malaysia testen Olli und Carmen ihre künstlerischen Fähigkeiten. Und ist es hässlich? Nein, ich finde es wunderschön. Na ja. Während die Praktikanten Kunst zum Anfassen erleben. Wenn man dann die Bilder anschaut, schaut es schon realistisch aus. Das haben sie echt cool gemacht. Ja. Passagierin Miriam nimmt in Langkawi Fahrt auf. Miriam, du hast ja richtigen Zacken drauf. Gang drin. Und Kreuzfahrtdirektorin Manuela Betz-Dieger fegt bei der Rocknacht über das Schiffsparkett. Jetzt warte ich auf das nächste Lied, zu dem ich tanzen möchte. Die Grand Lady erreicht die indonesische Insel W. Auf der Brücke erblickt der zweite Offizier Christian Baumann schon das erste Begrüßungskomitee. Ein Schwarm verspielter Tümmler begleitet die Einfahrt in den Hafen der Inselhauptstadt Sabang. That's our berth. We are on standby. Captain, we are on full standby. Yeah. Standby for the crew 9:30. And yeah, the pier, we had contact with the... Kapitän Mühlebach kümmert sich ums Anlegemanöver, aber auch um seine Passagiere. Guten Morgen zusammen. Nicht nur er selbst, sondern auch die Grand Lady kommt zum allerersten Mal nach Sabang. Wir sind jetzt hier in einem Hafen, der Kreuzfahrtschiffe so nicht kennt. Das ist wirklich ein Feiertag, ein besonderer Tag hier für die Einheimischen und dementsprechend ist hier auch schon richtig was los. Das macht das auch interessant, wenn man dann bloß in Passagierterminals wie in Hongkong oder Singapur unterwegs wäre, die jeden Tag 3 Schiffe haben, dann ist das natürlich Routine. Hier ist es wirklich noch was Besonderes. Deshalb ist auch die halbe Stadt auf den Beinen und begrüßt freundlich die Ankunft des großen Kreuzfahrtschiffs und seiner Passagiere. Unter ihnen auch Miriam und Helmut, die heute eine ganz spezielle Tour geplant haben. Also ich freue mich aufs Meer, weil ich habe das noch nicht genossen. Bei 31 Grad Wassertemperatur, außer in der Badewanne zu Hause, aber im Meer 31 Grad, das muss man sich einfach mal geben. Touristen wie Miriam und Helmut kommen eher selten in das kleine Inselparadies im Westen von Indonesien. Deshalb leben die knapp 30.000 Bewohner noch immer größtenteils von Landwirtschaft und Fischfang. Das deutsche Ehepaar möchte als erstes einen lokalen Markt besuchen. Das geht hier am besten immer der Nase nach. Frisch gefangen. Was sind das für Fische? Weiß nicht, sie riechen jedenfalls ekelhaft. Ja, ganz schön stressig. Gerüche sind auch ganz toll. Aber die Menschen total freundlich, ein Lächeln. Ich weiß nicht, ob hier so viele Europäer herkommen. Also, das sind wir die Attraktion. Eigentlich ist das für uns die Attraktion, aber das beruht, denke ich, auf Gegenseitigkeit. Also, das ist total nett. Total nett geht es gerade auch im Hafen zu. Dort musiziert und tanzt eine indonesische Folkloregruppe für die Kreuzfahrer. Und Kapitän Mühlebach wird plötzlich vom Zuschauer zum Akteur. Der freundlichen Aufforderung zum gemeinsamen Tänzchen folgt der 49-Jährige gerne. Obwohl er improvisieren muss, legt er auch als Daddy Langbein eine flotte Sohle auf die Pier. Eher ernsthaft geht es auf Deck 1 zu. Unter Leitung von Bordarzt Dr. Koller trainiert das Medical Team für den Notfall. Deckkadettin Rahel schaut aufmerksam zu. Ich muss fürs Studium ein medizinisches Training machen und verschiedenste Nothilfe und so weiter. Weil auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es meistens einen Arzt, aber auf Containerschiffen nicht. Und da muss man schon wissen, was man im Notfall machen kann. Bei einer Reanimation geht es immerhin um Leben und Tod. Alle Mitglieder des Medical Teams müssen deshalb üben, üben, üben. Das Wichtigste ist das Pumpen, aber nicht die Beatmung. Ja. Also ich habe das ja auch gelernt, zuerst pumpen und dann beatmen. Genau. Es geht ja eher um die Zirkulation. Genau. Vor dem Schiff bekommt Kapitän Mühlebach gerade vom Bürgermeister von Sabang die Hafenplakette und Gastgeschenke überreicht. Und das macht wirklich dann auch die Reise aus, wie heute. Da wird es zum Feiertag für die Einheimischen. Und die freuen sich alle und bieten dann auch alles, was Rang und Namen hat und ihre Folklore auf. Auch für die Gäste natürlich ganz, ganz toll. Und jetzt geht die Feier hier an Bord weiter. All the best to you. Yes, thank you very much.
2 Decks tiefer beim Notfalltraining. Krankenschwester Miriam hat ein neues Versuchskaninchen. Anita Blutdruck. Und zwar den Blutdruck von Deckkadettin Rahel. Sie darf jetzt die Notbehandlung am eigenen Leib erfahren. Es ist schon verwirrend, dass jetzt hier plötzlich so viele Leute auf einmal kommen und dann Blutdruck messen wollen und das machen und das machen und hier und da. Ja, man muss sich zusammenreißen. Das Medical Team der Grand Lady trainiert einmal im Monat unter Anleitung der Krankenschwester. Den Medical Training sind wir eher die Supervisor. Das machen unsere Mädels, weil die natürlich auch die Erste-Hilfe-Kurse geben hier für die Crew. Und wir sprechen halt immer wieder mal ab, wenn wir einen allgemeinen Drill gehabt haben. Und wenn uns irgendwas auffällt, was halt nicht so gelaufen ist, dann sprechen wir das halt an. Und dann üben wir das halt dann extra nochmal. Normal condition and sleeping is this. Schwester Miriam beurteilt Rahels Vitalwerte. Schaut gut aus bei ihr. Ich glaube, wir können sie mit gutem Gewissen wieder auf die Brücke schicken. Oder gleich in die Mittagspause. In der Crewmesse sind zumindest die anderen Praktikanten, Agnes, Laura und Steven, miteinander verabredet. Hi Agnes. Hallo. Hallo. Alles klar? Ja. Ja, bei dir. Ja. Wann bist du ins Bett? Irgendwann zwischen 4 und 5. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Kabine gekommen bin. Mit euch? Also, nee. Nein? Nee. Später. Ich weiß es nicht. Die drei Praktikanten haben eine lange Partynacht hinter sich. Vor allem Steven fühlt sich noch gar nicht wohl. Ja, am liebsten würde man eigentlich einfach nur im Bett liegen bleiben. Aber es geht halt nicht, man muss halt arbeiten und ja, ist heute echt so ein, ja, ist ein cooler Tag. Tiere sind an Bord nicht erlaubt, also sollte Steven seinen Kater ganz schnell loswerden. In der Bordküche geht Christian Jüngling mit seinem Sous-Chef die Menüfolge für den Abend durch. Weil der Küchenchef heute noch selbst einen Ausflug unternehmen möchte, ist es wichtig, dass auch ohne ihn alles nach Plan läuft. Der Sous-Chef ist natürlich meine wichtigste Person hier in der Küche. Ich habe 5 Sous-Chefs und die sind nicht nur meine linken und rechten Hände, die sind auch meine linke Gehirnhälfte auf jeden Fall. Und dann müssen sie schon sehr eigenständig sein und auch eigene Entscheidungen treffen können. Ganz eigenständig sind nach wie vor auch Miriam und Helmut unterwegs. Sie steuern den Inselfriedhof von Sabang an. Jetzt wollen wir eigentlich mal, weil das ist so ein Steckenpferd auch von mir, Friedhöfe angucken und wir sind jetzt hier auf einem. Und ja, auf 3 eigentlich. Da genau. Ist ein christlicher Friedhof, ein chinesischer Friedhof und ein muslimischer Friedhof. Und die liegen hier alle nebeneinander und jetzt schauen wir uns das mal an. Die Begrüßung ist schon mal ungewöhnlich. Wie auch der Friedhof selbst. So, ein bisschen runtergekommen, schaut ne? Krass aus. Ja. Wenn ich das sagen darf. Das hat so gar nichts mit unseren Friedhöfen zu tun. Müll. Was die beiden nicht wissen, es handelt sich bei der Anlage um einen ehemaligen Friedhof, der heute nur noch in wenigen Bereichen genutzt wird. Also ich glaube, da fehlt uns jetzt das Verständnis dafür, für uns unbegreiflich, dass man Gräber, sage ich mal, nicht pflegt und einfach so, ja, sage ich mal, lieblos hinterlässt. Aber ich denke, da ist die asiatische Philosophie ein bisschen anders, dass da einfach die Naturverbundenheit wieder zum Ursprung zurück oder ja, also schon ein bisschen Kulturschock. Bei uns ist es eben halt, weißt du, so alles Reihe, Maß und Glied, ob das nun im Garten ist oder auf dem Friedhof. Und hier ist eben halt das komplette Gegenteil. Hier laufen Tiere rum. Ja, Müll. Aber so wie Helmut sagt, vielleicht ist es auch für die wirklich nur, wir geben dich in die Erde und du stehst wieder in irgendwas oder in irgendwas auf und wirst wiedergeboren. Aber so ist es natürlich zum Anschauen nicht wirklich schön. Vom chinesischen Teil des Friedhofs wechseln Miriam und Helmut in den christlichen. Ganz anders, ne? Aber weniger Gräber. Ganz wenig. Weniger. Doch auch hier werden ihre Erwartungen enttäuscht. Es wirkt ordentlicher, aber auch nicht, nicht gepflegt. Nicht wirklich gepflegt. Also ich finde es nicht schön. Wollen wir das einfach so sagen? Ganz salopp. Ich finde es nicht schön. Ja, aber es ist interessant, das einfach mal zu sehen. Genau. Das, deshalb sind wir ja auch hier. Ja. Viele der Gräber stammen aus der holländischen Kolonialzeit und sind über 100 Jahre alt.
Niederländische Besatzer liegen neben indonesischen Prinzessinnen. Miriam gefällt es trotzdem nicht. Für mich ist der Friedhof noch mal ganz krass, weil viele Gräber zum Beispiel mit Kacheln bestückt sind. Das kennt man gar nicht oder ganz, ganz selten. Hier ist wirklich die Natur, die das sich wieder zurückholt. Zum Abschluss ihrer Besichtigung gewinnen sie dem Ganzen doch noch etwas Positives ab. Hier liegen irgendwie ganz selbstverständlich drei Kulturen nebeneinander. Zum einen der chinesische Bereich, dann hier der islamische Bereich, christliche Bereich. Und es ist auch hier auf der Insel, also hier in Indonesien und auch vormals in Malaysia, scheinen die Kulturen auch miteinander klarzukommen. Und also wäre schön, wenn es überall so wäre. Das stimmt, ja. Beim privaten Ausflug von Christian Jüngling mit Praktikantin Agnes geht es auch um Kultur, aber natürlich um Esskultur. Wir fahren heute zu Mama Jungle. Also, so wird sie genannt. Wir wissen nicht, ob sie so heißt. Das ist hier wohl eine Institution auf der Insel. Die ist sehr bekannt für ihr super Essen. Angeblich das beste indonesische Essen. Und da haben wir gesagt, da müssen wir noch hin und das probieren. Der Ort liegt in westlicher Richtung, etwa eine halbe Autostunde vom Hafen entfernt. Die Fahrt führt durch die tropische Insellandschaft, tierisches Empfangskomitee inklusive, direkt zum Kapang Beach. Hier betreibt Mama Jungle in einer Holzhütte ihr Restaurant. Hallo. 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 Christian. So, ganz, ganz nett. Ursprünglich auf jeden Fall. Mama Jungle freut sich auf ihre deutschen Gäste und zeigt ihnen auch gleich, was so alles in die Pfanne kommen soll. Oh, very nice. Fisch, Fisch. Maracuda. Maracuda. Richtig aufgefahren hier, ne? Garnelen, ja. Hähnchen, Barracuda. Du isst ja eh alles, ne, Agnes? Ja, ich esse alles, was du isst. Ich vertraue dir da. Und ihr Chef weiß zwar, was er will, trotzdem ist er noch ein bisschen skeptisch. Wir haben uns für Fischcurry entschieden und Hähnchen-Barbecue. Sehe aber noch nicht so ganz, wo die Reise jetzt gerade hingeht. Also es sind viele Zutaten noch auf dem Tisch. Die Bananen verwirren mich dabei noch ein bisschen. Mango, okay, kann ich mir vorstellen. Aber Mango, Salat, ja. For Salat? Ja. Ah, very nice, Mango-Salat. No juice. No juice, Mango-Salat, okay. Gut, ja. Very good. Mango-Salat. Die indonesische Küche ist stark beeinflusst von Indien und China. Auch die niederländische Kolonialzeit ist in den Kochtöpfen noch spürbar. Und die beiden Kreuzfahrer haben gerade richtig Spaß am Mitkochen. So, hätte Shannon jetzt gesehen, dass sich keiner von uns die Hände gewaschen hat, bevor man war. Keine Handschuhe, gar nichts. Ja, ja. Essen mit Fingern oder so oder Lebensmittel mit Händen bearbeiten ist sowieso was ganz Besonderes. Oder das muss man anfassen, man muss das Essen fühlen. Auch in der Konditorei geht ja viel um Temperatur und um, wie sich's anfühlt. Also ich habe da auch lieber die Hände als irgendwelche Handschuhe oder so dabei zum Arbeiten. Und während sich Küchenchef Christian self-made um sein Mittagessen kümmert, rührt an Bord der Grand Lady sein Stellvertreter im großen Topf. Für Philipp Schonder mühsame Fleißarbeit. Also wir kochen hier gerade eine Schalottenmarmelade für den Abend. Da schwitzen wir ziemlich viele Schalotten an, kommt viel Portwein rein und dann einfach nur runterkochen lassen. Nur sind wir an dem Punkt angelangt, wo es schnell anbrennen kann. Wegen dem muss man halt jetzt die letzten Minuten kräftig die ganze Zeit rühren, dass es ja nicht anbrennt, weil sonst sind damit 3 Stunden im Eimer. Weshalb er die Schalottenmarmelade zur Sous-Chef-Sache erklärt hat. Es muss halt am Schluss richtig schön dick sein wie eine Marmelade. Da muss erstmal das ganze Wasser auskochen. So lange muss ich halt dastehen und rühren. Gut Ding will Weile haben, auch wenn es ab und zu etwas langweilig wird. Dekadettin Rahel geht es da völlig anders. Regelmäßig, so auch jetzt, überrascht sie der zweite Offizier Christian Baumann mit neuen Aufgaben. Ja, Rahel, ich habe mir gedacht, heute kannst du mit den Jungs ein bisschen zusammenarbeiten. Ist ja auch ganz wichtig für dich, dass du ein paar Dinge vom Schiff kennenlernst. Heute ist eine Inspektion der Ventilation Boxes dran. Und ja, die werden jetzt erstmal aufgemacht von Jerry. Da kannst du auch gleich ein bisschen helfen. Und dann gucken wir mal, wie die aussehen innen drin. Und schon ist die erste Ventilationsbox offen. Kennst du die Dinge? Hast du sowas schon mal gesehen? Nicht wirklich, nein. Okay. Für die 20-jährige Rostockerin also völliges Neuland. Aber zum Lernen ist sie ja schließlich an Bord. Und Christian ist ein guter Lehrer.
Box mit dem Tank verbunden und die Luft strömt hier außen nach oben. Also hier oben ist ein Loch. Ja. Und die Kugel, die hier ist, die liegt hier drin. Und wenn jetzt Wasser von außen reinkommt, dann schwimmt die Kugel nach oben auf und verschließt dann die Öffnung und dadurch kommt kein Wasser mehr unten rein. Der zweite Offizier ist an Bord verantwortlich für ihre Wartung. Wir haben pro Monat zwischen 4 und 10 von diesen Boxen. Das müssen wir zwischen alle anderen Wartungs- und Reparaturarbeiten dazwischen quetschen. Können wir auch nur im Hafen machen, da jetzt praktisch eine Öffnung von außen vom Schiff direkt ins Schiffsinnere ist, wenn die Läschenboxen offen sind. Und wenn wir auf See sind und Seegang haben, dann geht das nicht. Also es geht wirklich nur hier im Hafen jetzt. Und den wollen diese zwei Herren jetzt schnellstmöglich für eine private Spritztour verlassen. Kapitän und Schiffsarzt als Easy Rider. Wir haben 2 fahrbare Untersätze geschartert und wollen eine kleine Tour hier machen. Ich habe allerdings jetzt gar keinen Blick mehr auf die Karte werfen können, aber ich habe gesehen, es gibt ja richtige Straßen, auch direkt am Wasser, also Küstenstraßen. Jetzt schauen wir mal, wollen wir einen kleinen Ausflug machen. Auch einige der Passagiere unternehmen individuelle Ausflüge, lassen sich dann aber doch lieber kutschieren. Das wäre so gar nichts für Kapitän Mühlebach. Er fährt auch privat Motorrad und liebt es, auf diese Art fremde Länder zu erkunden. Wohingegen wie Nicola seit 30 Jahren nicht mehr Roller gefahren ist. Ja, schaut doch richtig gut aus. Wow. Für die Jugend eigentlich. Dafür sind wir eigentlich schon viel zu alt für diese Maschinen. Ja, also, Doc. Ja. Freie Auswahl. Wer ist ja, ich nehme Bester. Oh, muss halt mal schauen, wie das Ding funktioniert. Das ist wahrscheinlich die Schaltung, oder? Der hat Automatik. Der hat, halt hier, der hat gar keine, obwohl, der hat gar keine, oder? Der hat keine Schaltung, das ist eine Automatik hier. Ah, das ist eine Automatik, dann ist es simpel. Also, verschalten gibt es da nicht. 160. 160, gerade sag. Auch beim Rollerfahren gilt Safety first. Also Helm auf und los. Der Doktor hat noch Ladehemmung. Und jetzt? Und ja, Kupplung mal würde ich nicht, dass er gleich vorausgeht und so. Genau, und jetzt mal hier, Zündung müsste das da rechtzeitig. Nee, da unten. Ja, ja. Stimmt. Die Biker-Tour kann starten. Oho. Wow, der schießt aber ab. Der geht aber ab. Direkt hinter dem Hafen beginnt die malerische Küstenstraße. Vorsicht, in Indonesien gilt Linksverkehr. Ja? Die Landschaft gesehen, hier die Bucht. Wunderbar, da unten. Ja, schön, gell? Oh, wunderbar. Und während die beiden Hobbybiker durch die Landschaft knattern, gönnen sich Miriam und Helmut nach ihrem Friedhofsbesuch ein belebendes Bad im Indischen Ozean. Das Wasser ist einfach nur geil, darf ich das sagen? Es ist einfach nur super. Es ist ein bisschen schwierig, hier reinzukommen mit den ganzen Steinen. Also das ist auch ein bisschen Akrobatik und Koordination und Gleichgewicht. Und wenn man dann mal so, dass man mal bis zur Hüfte drin ist, dann macht es natürlich richtig Spaß. Aber nee, gigantisch. Also wir gehen jetzt noch mal ins Wasser. Jawohl. Ja, auf jeden Fall. Aber langsam. Ja. Im Meer stoßen die beiden auf ein steinernes Symbol, das treffender für ihre Liebe nicht sein könnte. Miriam und Helmut im Glück. Die einen küssen sich, die anderen kochen. Hauptsache mit Leidenschaft. Küchenchef und Praktikantin sind mittendrin. Again. What do you have here inside? Curry. Bumbu, Ah, Turmeric, ja. Schon eine schöne Schärfe. Turmeric oder Gelbwurzel. Oder wie wir in Deutschland sagen, Kurkuma. Und das kennen wir eigentlich nur so in Deutschland, oder die meisten kennen das, aus den typischen Curry-Gewürzmischungen, die man im Supermarkt kriegt. Ja? Weil ein normales, richtige Curry-Gewürzmischung wäre braun. Und um die Farbe zu machen, wird dann Kurkuma reingemacht. Die Küche von Mama Jungle hat so gar nichts mit der Aufgeräumtheit von Christians Küchenreich auf der Grand Lady zu tun. Was ist das? Das könnte... Das sieht aus wie draußen vom Baum gefallen. Ja. Aufregend. Spannend, ja. Wir machen jetzt nur ein bisschen scharf, ne? Ein bisschen. Oh mein Gott. Okay. So ganz leicht. Ja, hab schon ein bisschen Angst. Auch wenn Agnes etwas zögerlich ist, bei Christian überwiegen die Neugier und die Lust auf Abwechslung. Von dem Schärfegrad und der Würze her, wie wir es gleich serviert kriegen werden,
können wir es niemals bei uns an Bord machen. Ja. Da muss man schon auf den Durchschnitt der Gäste schauen. Aber dafür gibt es ja sowas, dass man mal rausgehen kann und sowas hier mal erleben kann. Aber nicht alle Kollegen der Grand Lady dürfen heute raus. Einer, der tapfer die Stellung hält, ist Miran Markovic. Der Lademeister kümmert sich gerade um die Anlieferung von Palmblättern. Die Qualität der Palmblätter ist, naja, gut, nicht ganz frisch, aber die haben eben genommen, was sie da haben. Aber wird schon machen. Für die zwei, drei Tage für Deko, bis sie ganz trocken sind, ist recht. Ja, go. Begeistert klingt Miran nicht gerade. Aber manchmal muss man es nehmen, wie es kommt. Wir haben 120 Blätter bestellt. Ich glaube, die haben sich ein bisschen verzählt. Aber zu Mirans Gunsten. Der Slowene ist ein alter Seebär und hat die Welt schon mehr als ein Dutzend Mal umfahren. Da fällt es ihm nicht schwer, heute mal nicht von Bord zu kommen. Ich war früher draußen in Indonesien. Vor Jahren war es noch ein bisschen natürlich, aber heutzutage wollen alle Länder so sein wie Europa oder USA. Es macht nicht mehr so viel Spaß. So abgeklärt wie der Lademeister ist Rahel noch lange nicht. Die Deckerdettin freut sich sogar übers Reinigen der Ventilationsboxen. Ich finde, das ist jetzt mal eine ganz gute Abwechslung im Gegensatz zur Brücke, weil auf der Brücke muss man halt vieles Organisatorisches machen, in Kurse stecken und so weiter. Und hier packt man mal ein bisschen an und streicht und so weiter und das ist schon gut. Bevor die Boxen einen neuen Anstrich bekommen, müssen sie erst komplett entrostet werden. Der zweite Offizier Christian Baumann prüft, ob Rahel und die Kollegen auch alles richtig machen. Ich werde jetzt das nochmal streichen. Ja. Er kratzt jetzt hier weiter. Ja. Und dann können wir dann nochmal. Ja. Das sieht aber schon gut aus, die zwei Boxen. Muss ja nur noch streichen. Das machst du jetzt? Ja, ich streich jetzt. Schön ordentlich, dass überall Farbe ist. Dann haben wir die nächsten 6 Monate Ruhe, hoffentlich. Ja, ich gebe mir Mühe. Sehr gut. Ich mache noch ein paar Fotos vom Zwischenstand. Ja, dann auf zum Malern. Obwohl es sich nur um Routinearbeit handelt, nimmt die Deckerdettin den Job richtig ernst. Man muss hier schon ziemlich gründlich arbeiten und auch das sehr genau machen. Und das braucht natürlich seine Zeit, damit es auch gut ist und dass Christian nächstes Mal, wenn er hier checkt, nicht unbedingt eine halbe Stunde dann wieder hier rumstehen muss und Fotos macht. Und genau, dass er dann weniger Arbeit hat. Arbeit ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was Kapitän Mühlebach und Schiffsarzt Dr. Koller gerade erleben. Über paradiesische Straßen steuern die beiden Hobbybiker das Ziel ihrer Inseltour an. Den Prialaot-Wasserfall. So, Winnie, da wären wir. Ja. Letztes Stückchen müssen wir wieder zu Fuß. Na gut, das kriegen wir hin, oder? Ja, das die paar Meter. Und in welche Richtung es geht, zeigen Ihnen schon mal die einheimischen Gänse. Ich könnte mir vorstellen, hier bei einer längeren Ausfahrt oder sowas kann man natürlich noch in einem ganz anderen Aktionsradius die Insel erkunden. Das ist klasse. Also ich muss auch sagen, also bei mir macht es auch Lust auf mehr. Also weg mit den Helmen und ab in den Dschungel. Bis zum Wasserfall, in dem Sie baden wollen, ist es immerhin noch eine Stunde Fußmarsch. Bei Mama Jungle sind Küchenchef Christian und Praktikantin Agnes fertig mit dem Kochen. Aber ihr indonesisches Mahl lässt noch immer auf sich warten. Man hat halt Zeit, ne? Bei uns wäre das natürlich, also so, dafür, dass es ein Restaurant ist, ja, da wären schon die Leute dreimal aufgestanden und gegangen. Aber hier ist es halt so, hier steht die Zeit irgendwo still. Faszinierend. So ein bisschen Entschleunigung vom hektischen, durchgetakteten Schiffsalltag tut den beiden aber offensichtlich gut. Hier zu stehen, unter Palmen, jetzt original zu essen. Es ist genau so, wie man es sich erträumt hat. Und wenn dann so ein großer Wunsch in Erfüllung geht, dann kann man natürlich nur noch strahlen. Und das macht einfach glücklich. Dann endlich das Essen. Ja, yeah, thank you. Sieht schon mal ganz gut aus. Ja, riecht auch sehr gut. Ja, ne? Ja. Jetzt hast du ja auch nicht mehr lange, oder? Nee. 11 Tage. 11 Tage noch, genau. Ja.
Und dein persönliches Fazit? Ja, ich bin noch so ein bisschen geplättet. Also man kann es noch gar nicht so verarbeiten, was man alles für Eindrücke sammelt. Es ist einfach nicht zu vergleichen mit irgendwas, was ich vorher gemacht habe. Ich kann definitiv sagen, dass ich sie gesehen habe, in den 6 Wochen gesehen habe, dass du gereift bist. Ja, klar, auf alle Fälle. Also bestimmt auch offener. Ich bin halt eher zurückhaltend oder schüchtern und das muss man, glaube ich, dann auf dem Schiff einfach ablegen. Also da bin ich da ein bisschen ins kalte Wasser gefallen, aber es hat gut funktioniert. Und deshalb fällt es Agnes jetzt auch nicht so schwer, ihre Angst vor dem scharfen Essen zu überwinden. Oh. Sind scharf. Also so ein gutes Curry wie das hier, das ist schon eine ganze Weile her. Das ist echt. Vor allem, weil man hier gerade gesehen hat, wo das alles herkommt. Ne? Also, wie schnell es auch ging. Super. Echt fantastisch. Ja. Während die beiden im Curry-Glück schwelgen, hadert an Bord Reiseleiter Askan mit seiner Zukunft. Er hat das Angebot bekommen, zum Entertainment-Manager aufzusteigen. Aber sein Geografiestudium bedeutet ihm auch sehr viel. Beides lässt sich nur schwer unter einen Hut bringen. Mein Leben außerhalb des Schiffes, das ist ja, also ist für mich extrem wichtig. Also Uni hat einfach Priorität und die findet nun mal am Land statt. Es ist mega toll, dass ich jetzt gerade den deutschen Winter auf dem Kreuzfahrtschiff verbringen konnte, was mich rund um die Welt gebracht hat. Aber jetzt muss ich leider wieder Richtung Realität gucken. Ob er will oder nicht, Askan muss eine Entscheidung treffen. Es stehen jetzt einfach sehr wichtige Sachen in der Uni an, tatsächlich. Ich muss noch ein großes Projekt fertigstellen. Ich muss danach dann meine Bachelorarbeit anmelden, weil darauf arbeite ich seit vielen Semestern hin. Und das muss ich jetzt hier auch mit Kuri und Rainer nochmal besprechen. Und er weiß, sie werden darüber wenig erfreut sein. Die Palmblätter sind erfolgreich verladen. Und Lademeister Miran macht eine kleine Pause. An den Nippeständen im Hafen will er aber nur gucken. Kochen tue ich nicht mehr viel, weil ich habe schon so viele Sachen zu Hause. Und jetzt, wo ich das Haus renoviere, da finde ich sowas, solche Sachen, die ich schon vergessen habe, dass ich habe. Souvenirs interessieren ihn nicht. Aber vielleicht erwärmt er sich ja für Essen oder Trinken. Süßigkeiten und Kaffee, das ist nicht gerade mein Ding. Da kann der indonesische Kaffeeverkäufer noch so akrobatisch für sein Heißgetränk werben. Bei Miran beißt er auf Granit. So, mein Ausflug in Sabang ist beendet. Jetzt gehe ich schon zurück aufs Schiff. Da ist ein bisschen kälter. Tue ich schon weiter arbeiten. Da kann ich am Abend früher schlafen gehen. Ein Glück für die Standbetreiber, dass nicht alle Gäste vom Schiff so ticken wie Miran. Über Stock und Stein nähern sich Kapitän Mühlebach und Schiffsarzt Dr. Koller dem Wasserfall mitten im Dschungel von Sabang. Nur noch wenige, nicht ganz ungefährliche Schritte trennen die beiden vom kühlen Nass. Oh, Winnie, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, ja. Wir haben es geschafft. Das muss er sein. Ja. Der Pria Laut Wasserfall ist ein kleines Naturschauspiel inklusive Schwimmbecken. Absolut interessant. Es ist sehr, sehr gut. Auch einfach die klimatischen Bedingungen, die sind schon sehr außergewöhnlich. Also das ist schon große Klasse. Und es ist halt sehr ursprünglich auch hier, die ganze Vegetation. Also das ist richtig noch primär. Und? Schön warm, oder? Trotzdem. Also ein kalter Gebirgsbach ist es nicht. Nur zu gern würden sich die beiden jetzt wie diese Einheimischen ins Wasser stürzen. Aber Winnie, ich glaube, wir sollten so langsam. Waren Sie noch 4? Macht sich wahrscheinlich nicht gut, wenn der Schiffsarzt und der Kapitän die Letzten an Bord sind. Ich bin heute ganz entspannt. Ja, genau. Komm, dann lass uns langsam mal wieder zurück. Alles klar, dann legen wir los. Die Pflicht ruft. Aber schließlich ist der Weg auch ein Ziel, selbst wenn es nur zurück zum Schiff geht. Dort ist gerade Askan unterwegs zu seinen Kollegen Kuri und Rainer. Kein leichter Gang für ihn. Askan. Hallo. Hallo. Du hier.
Ascani. Ja, ich muss euch eine Mitteilung machen. Das hört sich aber dramatisch an. Bin noch mal meinen ganzen Unikram durchgegangen und die Termine für den Sommer. Und das kollidiert ziemlich mit der Verlängerung hier bis Ende Mai. Und deshalb kann ich den Entertainment Manager nicht machen. Damit haben die zwei nicht gerechnet. Und ihr wisst, dass ich, wenn ich einen Job mache, dann möchte ich den zu 100% machen. Und da muss ich meine Prioritäten so setzen. Die Uni steht im Vordergrund. Klar, ich meine, aber extrem schade, vor allem. Ja, Ich meine, für dich ist das verständlich, aber für uns natürlich auch. Dein Job ist, ist wichtig und das, das sehen wir und akzeptieren wir ja auch so. Ja. Ja, Butter bei die Fische. Wir müssen jetzt natürlich schauen, wie wir das noch gebacken bekommen. Dann haben wir jetzt Arbeit. Ja, dann haben wir jetzt Arbeit. Gut, dann gehe ich mal zu Moritz raus. Alles klar. Toi, toi, toi. Gut. Bis später. Viel Spaß euch. Ciao, ciao. Ciao. Auch wenn es ihm schwer gefallen ist, Askan ist froh, dass er es hinter sich gebracht hat. Das fällt natürlich niemandem leicht, seinen Freunden zu sagen, dass man nicht für sie einspringen kann. Aber ich bin erleichtert, dass sie es doch jetzt ganz cool aufgenommen haben. Und wie es jetzt weitergeht, also das liegt jetzt bei ihnen. Bin ich mal gespannt. Ich helfe natürlich trotzdem noch, wo ich kann. Kuri und Rainer sind erstmal ziemlich ratlos. Stellt uns jetzt wieder vor Schwierigkeiten, aber wir sind es gewohnt. Auch damit werden wir wieder umgehen und es irgendwie versuchen, anderweitig zu lösen. Ganz anders die Stimmung auf dem Außendeck. Dekoriert mit den 120 Palmblättern findet hier gerade eine ausgelassene Party statt. Dazu servieren Steven und seine Kollegen frische Kokosnüsse und bunte Cocktails. Sieht aus wie im Dschungel, halt wie so eine Dschungelparty. Aber es ist halt jetzt echt mega stressig gerade, weil irgendwie bin ich hier sonst nicht so oft und jetzt ist alles auf einmal so viel. Ja. Neben Steven ist auch seine Praktikantenkollegin Laura im Service eingeteilt. Und auch sie ist vom Andrang der Gäste ein wenig überfordert. Ja, es ist auf jeden Fall echt stressig heute, aber es dauert ja nicht lange. Weil dann gehen ja alle essen und dann haben wir es geschafft. Die Passagiere Miriam und Helmut genießen ihren Sundowner hingegen in vollen Zügen. Die Eindrücke heute natürlich ganz frisch hier von Indonesien. Die Freundlichkeit, die Leute, die Menschen, der Friedhof auch auf seine Art. Und ja, natürlich das Zeichen mit dem Herz, ganz wichtig. Und ich fand es eigentlich alles schön. Es sind halt ganz verschiedene Eindrücke gewesen, aber das mit dem Herz wird uns am meisten prägen, weil eben halt auch das allererste Mal wir im Meer waren. Am tropischen Meer. Ja, du hast recht. Ich liebe dich trotzdem. Auf der Brücke bereitet Kapitän Mühlebach das Ablegen vor. Es hätte nicht viel gefehlt, dann würde er jetzt selbst noch da unten stehen. Gerade noch rechtzeitig, ganz genau, sonst hätte Alex heute losfahren müssen. Ja, es war so schön, dass ich mich sogar ein bisschen verspätet hatte. Porten! Nein, ganz toll, wirklich. Also eine sehr, sehr schöne Insel. Ich war zum ersten Mal hier, ich kannte das hier nicht. Und ganz, ganz toll. Weshalb er das Schiffshorn besonders lang tönen lässt. Adieu, Sabang. Adieu, Indonesien. Zusammen mit Staffkapitän Alex Zinkowski manövriert er die Grand Lady zurück ins offene Meer. Einen schönen Abend wünsche ich. Ganz genau. Kapitän und Sonne verabschieden sich für heute von den Passagieren. Die Grand Lady kreuzt im Indischen Ozean. Heute ist Seetag und deshalb möchte der Küchenchef die Passagiere mit ein paar Extras verwöhnen. Dafür spannt er auch seine Praktikantin ein. Morgen, Agnes. Morgen. Ja, alles gut? Ja, danke. Wie geht's? Alles gut. Super. Ich würde sagen, heute hat er mal einiges zu tun, da kann er ein bisschen was zeigen. Und dann kannst du nachher mit auch hochgehen zum Früchtebuffet. Oh ja, super. Ja? Gerne. Super. Schon seit den frühen Morgenstunden bereitet Obstschnitzer Ma verschiedene Dekorationen für das Früchtebuffet vor. Morning, Ma.
are you doing? Yeah, make a flower. Yeah? And for the next days you can show you a little bit about carving. Yeah? The secrets about your talent. Obstschnitzen ist schon was ganz Besonderes. Also da muss man schon ein bisschen Talent haben. Auch von den Jungs kann das hier nicht jeder. Der Mann macht das schon einige Zeit. Und er hat es schon mitgekriegt, dass Agnes da ein bisschen interessiert dran war. Und ich glaube, das wird dir ganz gut Spaß machen. Neugierig und mit einer großen Portion Respekt blickt Agnes dem philippinischen Meisterschnitzer über die Schulter. Mir macht es schon Spaß, kreativ zu arbeiten. Und natürlich auch als Konditorin freue ich mich immer, wenn ich was Neues dazulernen kann in Sachen Dekoration. Und ja, ich denke, dass wir jetzt eher noch die einfacheren Sachen machen, damit ich nicht am Anfang gleich überfordert werde. Deshalb beginnt sie erst einmal mit einer kleinen Vogelfigur auf Basis einer Orange. Man braucht ja vorher schon ein Bild im Kopf, wie es später aussehen soll und muss es dann auch umsetzen können. Und auch die Fingerfertigkeit, denke ich, ist ganz schwierig, weil es sehr viel Feinarbeit ist. Man hat immer Angst, dass man was abschneidet und wenn es weg ist, ist es weg. Dann muss man nochmal von vorne anfangen. Ma ist zufrieden mit dem Obstspatz von Agnes. Als nächstes zeigt er seiner talentierten Schülerin, wie man aus einer Karotte eine Rose schnitzt. Ja, also mit Marzipan fällt es mir leichter, eine Rose zu machen, als so jetzt mit einer Karotte. Man muss vorher aufpassen, dass man sich nicht in die Finger schneidet und man braucht doch schon ganz viel Kraft in den Fingern. Also es braucht bestimmt lange, lange Übung. Doch die Mühe lohnt. Bei der fertigen Obstskulptur erblüht sogar schon Agnes erste Rose. An einem Seetag wie heute ist der Kadettin Rahel hauptsächlich für Routinearbeiten eingeteilt. Aber Christian Baumann sorgt mal wieder für Abwechslung. Hallo Rahel. Hallo. Hast du Lust, mit in Schornstein zu kommen? Ja. Ja? Ich muss ein paar Fotos machen und wenn du Lust hast, kannst du mitkommen. Gerne. Bisschen die Aussicht genießen. Ja. Ja? Okay. In dem Praktikum muss man ja das Schiff von oben bis unten kennen. Und unten war ich jetzt schon, dann geht's also ab nach oben. Und von dort aus erstmal die schöne Aussicht und die prallende Hitze genießen, das wird ein Erlebnis für mich. Rahel hat wirklich Glück, dass sich der zweite Offizier noch gut an seine Anfänge auf dem Schiff erinnern kann. Und wie wichtig es ihm damals war, schnell so viel wie möglich kennenzulernen. So, da sind wir. Hier geht's hoch. Ja. Legen wir erstmal die Safety Harnesses an und dann starten wir. Wer auf der Grand Lady so hoch hinaus will, sollte nicht nur absolut schwindelfrei sein, sondern vor allem heute kein Problem mit der Hitze haben. Also ich glaube, da oben wird es jetzt gleich ziemlich warm werden. Es ist hier schon ziemlich heiß, wir haben wenig Wind an Deck. Der Wind kommt ein bisschen von achtern. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, wir werden uns heute nicht so lange da oben aufhalten. Bevor die schweißtreibende Klettertour beginnt, bekommt Rahel noch eine kurze Einweisung. Ja, Rahel, am Anfang geht es relativ langsam nach oben, aber wenn wir weiter hochkommen, wird es relativ steil. Ja. Also gut festhalten, immer das Safety Harness benutzen. Ja. Also guck, dass du dich immer irgendwo einpicken kannst, gerade wenn wir ganz oben sind. Und falls es zu heiß wird, falls es irgendwie schwindelig wird oder so, sag mir Bescheid, dann brechen wir es ab und dann gehen wir runter. Ja? Über vorher. Genau, super, dann starten wir. Exakt 45,4 Meter ist der Schornstein der Grand Lady hoch. Im ersten Abschnitt geht's über eine steile Leiter nach oben, bevor die beiden das Sockelplateau erreichen. Ja, sehr gut. Hier muss ein bisschen aufpassen wegen den Löchern, ne, die hier drin sind. Ja. Ja, alles klar. Bis ganz nach oben führen 83 Stufen. Aber was ausschaut wie ein gemütlicher Spaziergang in luftiger Höhe, ist in Wirklichkeit ziemlich gefährlich. Ein falscher Windstoß und die beiden Nautiker kämen ganz schön ins Straucheln. So, dann genießt mal den Ausblick. Jo. Cool, ne? Das ist was ganz anderes als auf der Brücke. Ich mach ein paar Fotos. Rahel, willst du auch ein paar Fotos schießen? Ja. Aber nur das Schiff fotografieren findet Rahel langweilig. Und ihr auch? Ja, warum nicht? Brust raus, festhalten und lächeln. Einen Schornstein und 7 Decks tiefer modelliert Agnes fröhlich vor sich hin. Unter der Anleitung von Lehrmeister Ma entstehen mehrere fantasievolle Figuren.
freue mich natürlich, dass mir hier so viel beigebracht wird und dass sich alle so viel Mühe geben, mir was zu zeigen. Und ich hoffe natürlich, dass ich innerhalb der kurzen Zeit noch ein bisschen was lernen kann, was man vielleicht auch später dann in der Konditorei umsetzen kann. Agnes wäre nicht die erste Küchenpraktikantin, die auf dem Schiff ihre Leidenschaft fürs Obstschnitzen entdeckt. Und noch ist sie ein paar Tage an Bord und kann in dieser Zeit mit Mars Hilfe sicherlich noch einiges lernen. Aber so schnell, wie der Küchenchef denkt, ist sie dann doch nicht. Wow, Agnes, ist das dein erstes oder? Nein. Voll eingestiegen. Ich habe die Erdbeere drauf gemacht. Ja, wie läuft's soweit? Super. Macht dir Spaß? Ja. Ja? Hab schon ein paar Blumen gemacht. Was hier? Ah, hier vorne. Schön. Super, ist mal was anderes, gell? Ja. Und nachher gehst du auf jeden Fall mit hoch ans Buffet, bis du den Sonnentanken heute machen. Ja, super. Ja? Alles klar. Und Mr. Mal? She's doing fine? Fine, okay. Very good. Okay, very excellent, very good. See you later. Danke. Während Christian Jüngling seine Praktikantin in besten Händen weiß, genießen der zweite Offizier und die Deckkadettin den traumhaften Rundumblick. Bist du zum ersten Mal so hoch oben auf dem Schiff? Ja, auf Segelschiffen natürlich oben im Mast klettern, aber hier ist was ganz anderes. Ja. Na, dann werde ich dich mal zum Ausguck in den Schornstein schicken. Ja? In früheren Zeiten war der Ausguck im höchsten Mast die einzige Möglichkeit, rundum in die Ferne zu schauen. Es ist schon echt genial, hier oben zu sitzen. Man kann wirklich alles sehen, das komplette Wasser. Man sieht nichts außer vielleicht ein, zwei Schiffe. Und das ist schon echt genial, hier oben sitzen zu können, ja. Nicht zu vergessen der exklusive Blick aufs Früchtebuffet, das direkt unter ihnen in der Copernicus Bar aufgebaut wird. Auch Küchenpraktikantin Agnes hilft fleißig beim Dekorieren. Ja klar, bin ich stolz, dass meine ersten Schnitzereien hier schon stehen, gleich am Buffet, wo es alle Leute sehen können. Also ja, ist ein bisschen winzig jetzt im Vergleich zur großen Palme, aber ist schon mal ein Anfang. Bevor das Buffet eröffnet wird, muss noch fertig dekoriert werden. Aber nicht nur auf dem Tisch, sondern auch dahinter. Hast du den Bindfaden gesehen? Ich habe noch gar keinen Bindfaden gesehen. Mit dem Bindfaden will Sous-Chef Philipp Schonder die Palmwedel befestigen. Und ist jetzt ziemlich genervt, dass es auch ohne gehen soll. Oh, weißt du, mir wird gerade alles wieder weggeklaut hier. So, das ist jedes Mal richtig, so das Zeug hin. Aber dann schleppt es wieder 5 Minuten vorher weg. Der Bindfaden ist weg. Zap, zarab. Deshalb ist der Philipp gerade ein bisschen im Stress, ja. Aber ich glaube, der beruhigt sich gleich wieder. Doch bevor er sich beruhigt, versucht Philipp die Palmwedel mit ihren eigenen Blättern festzubinden. Ja, Stress haben wir, weil wir müssen hier ziemlich viele Früchte aufbauen. Wir müssen die ganze Deko aufbauen. Es ist eine Affenhitze heute mal wieder. Und es wird mir immer wieder Sachen geklaut, kurz bevor ich sie brauche. Und ich muss wieder den Säugenden rennen. Das nervt bei solchen Angelegenheiten. Mit vereinten Kräften und wenn es sein muss, auch Huckepack, befestigt der Küchentrupp noch die verbliebenen Palmblätter. Alle Köche sind geschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Oder? Inzwischen ist sogar der Bindfaden aufgetaucht. Küchenchef Christian Jüngling ist auch ganz angetan, legt aber selbst noch mal letzte Hand ans Früchtebuffet. Das soll bombastisch aussehen. Das ist so einfach, wenn die Leute kommen, die sollen das von direkt schon vom Weiten sehen und das muss die erschlagen am besten. Das ist so das Ziel gerade. Gleichzeitig zum opulenten Obstspektakel wird ein Quiz stattfinden. Dafür reanimiert Entertainment-Manager Rainer das altbekannte Was bin ich? Der erste Kandidat soll Helmut sein. Ich denke, meine momentane Tätigkeit, das hat so jeder oder ziemlich viele Leute schon mitbekommen. Also das wäre jetzt nicht so spannend. Aber von meinem Ausbildungsberuf, den ich früher ausgeübt habe auch natürlich, da müssen Sie jetzt erst mal drauf kommen. Und wie damals in der berühmten ARD-Fernsehshow, wird auch hier eine Jury die Berufe der Kandidaten erraten. Im Rateteam sitzt auch Reiseleiter Bernd. Das Allerwichtigste seid ihr vier. Das Spiel lebt mit euch als Rateteam. Ihr seid die wichtigsten Personen. Die Gäste in dem Sinne, klar, wichtig, dass wir einen tollen Beruf haben, aber ihr seid entscheidend. Ich kann das nur versuchen, ein bisschen aufzufangen, aber... Rainer, danke für den Druck jetzt. Einer, dessen Beruf man schon an der Uniform errät, ist Elmar Mühlbach.
Als Kapitän hat er einen beneidenswerten Job, der aber sehr stark das Privatleben beeinflusst. Jeder hat dieses Berufsfeld und dann das Private zu Hause, der berufstätig ist. Ist bei mir genauso. Aktuell, also so die Hälfte zu Hause, die Hälfte an Bord. In dem Verhältnis geht es ganz gut. Und da behaupte ich, dass ich eher mehr zu Hause bin als andere Familienväter. Aber es gibt immer wieder Situationen, in denen seine langen Reisen das Familienleben beeinträchtigen. Als unsere Tochter in den Kindergarten ging oder so, gab es schon Zeiten, wo das ein echtes Problem war. Und meine Partnerschaft, ich glaube, da kann man sich schon arrangieren, das geht ganz gut. Aber gerade mit Familie oder sowas ist dann einfach der Anspruch nochmal anders. Und es wird dadurch sicher nicht leichter. Umso wichtiger ist es ihm, dass er nicht nur als Kapitän seinen Kurs hält. In der Copernicus-Bar ist inzwischen das Früchtebuffet eröffnet. Die Passagiere genießen exotische Obstvariationen und verfolgen gleichzeitig das heitere Beruferaten. So, die typische Handbewegung. Ja. Machen Sie Menschen glücklich? Ja. Würden Sie mich auch glücklich machen? Ja. Also, Sie machen sowohl Männer als auch Frauen glücklich? Ja. Ja. Ja, klares Ja. Lustig fand ich die Frage, ob er Frauen und Männer glücklich macht. Das war natürlich sehr irritierend für die, die gar nichts wussten. Und ich denke, war eine Menge Spaß für die auf jeden Fall. Und Ratespaß bei 30 Grad im Schatten macht durstig. Ja, da wir heute ja diese Veranstaltung hier in der Copernicus haben, wurde ich hochgeschickt zum Mithelfen. Ist ja auch ein bisschen was los. Ja, und dann wird jede Hilfe gebraucht. Zu Lauras Leidwesen gibt es den Banana Joe Cocktail in zwei Ausführungen. Ja, ich überlege gerade, welcher der mit Alkohol ist. Egal, sollen das doch die Gäste selber herausfinden. Wer von beiden am Ende lustiger ist, hatte wohl den Banana Joe mit Alkohol. Auch Lauras Praktikantenkollege Steven quält sich im Service durch die Veranstaltung. Ja, hier oben ist es jetzt mega heiß. Hier den langen schwarzen Husten, dann in der Sonne rumlaufen, ist schon ziemlich anstrengend. Und ja, man merkt auch den Kreislauf, dem gefällt es gar nicht, hier oben zu arbeiten. So. Ich weiß nicht, ich fand zwar einen tollen Ausblick, man hat eine tolle Atmosphäre hier oben, aber wenn man hier wirklich arbeiten muss, ist es schon anstrengend. Sind das dann Arbeiten, die Sie dann nur am Wochenende tätigen? Nein. Arbeiten Sie auf dem Rummelplatz? Nein. Oh. Junge, wir wollen es gerne auflösen. Lieber Helmut, sind Sie so nett und sagen Sie uns, was für einen Beruf haben Sie, unter vielen hat man mir ja gesagt, ausgeübt? Das ist einer davon. Also ich habe den Beruf des Reisebusfahrers ausgeübt. Ah. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für den tollen Beruf. Das Rätsel um Helmuts Beruf ist gelöst. Ebenso die Stimmung auf der Grand Lady. So machen sie Tage Spaß. In der nächsten Folge. Die Passagiere Carmen und Oliver entdecken Sri Lanka. Es riecht auch überall nach diesen Blumen. Das finde ich sehr inspirierend. Das gefällt mir. Während der zweite Offizier auf dem Gemüsemarkt ins Schwitzen gerät. Irgendwie glaube ich, wir haben gerade Drogen verabreicht bekommen. Und Reiseleiter Bernd kämpft gegen die knappe Zeit. Einmal rüber bitte. Schnell, schnell, schnell.